Heute ist wieder soweit. Heute hat mir Luca mal wieder eure Beichten zukommen lassen. Das heißt, auch heute schauen wir mal wieder gemeinsam nach, was ihr da draußen so veranstaltet habt. Ich weiß es nicht, Alter. Junge, was sagst du? Ich habe ihn nie gesehen, wirklich. Ich habe jeden gesehen in dieser Map, außer wen. Warte, wenn es Romate. Danny haben wir aber auch nicht gesehen. Haben wir denn Walkout! Ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der ersten Beichte. Let's go! Ich, weiblich 19, beichte, dass meine Schwester, weiblich 17, Knossi im Kunstunterricht aus Ton geformt hat und das Ergebnis auch noch richtig gut findet. Ich glaube, es wird wild. Yo, 1 zu 1. Diese Tonfigur und Jens sehen einfach identisch aus. Und Jens, wie findest du's? Yeah! Danke. Ich, wenn ich 16, beichte, dass mein Sitznachbar im Unterricht Sascha gezeichnet hat und ich ihn direkt erkannt habe. Nicht schon wieder. Turn down for what? Ah, chillige Einsendung, chillige Zeichnung. Wahrscheinlich bin es ich, oder? Yo, ey, es ist so dumm. Es ist... Wahrscheinlich hast du ihn direkt erkannt, oder? Es sieht aus wie eine Mischung von einem 80-Jährigen und einem Schwein. Ich, männlich 25, beichte, dass ich, männlich 34, und Nico noch überbieten kann. Was meint der? Wieder schauen. Und reingehauen. 92 km/h zu schnell. Junge, was geht bei dir für ein Film? So ein geheimes Produkt. Ich beichte, dass ich mir ab und zu Stream-Highlights von Nico mit attraktiven Frauen anschaue und dann eine Decke über die Seite des Fernsehers hänge, auf der man Nico sieht, um mir ein... Yo, alles klar, Digga. Ich kann nicht mehr. Er hängt einfach eine Decke über einen Fernseher, damit man Nico nicht mehr sieht. Hallo! Ich, männlich 23, beichte, dass ich eine Mutter, weiblich 53, klären wollte und folgende Sprachnachricht von der Tochter bekommen habe. Was setzt du dich überhaupt zu meiner Mutter? Schämst du dich eigentlich nicht? Hast du eigentlich kein Schamgefühl, du Huhn? Diggi, mach weiter so, nach dem Support von den Töchtern kann das Ding nur laufen. Ich, männlich 17, beichte, dass mein Cousin, männlich 23, eine kleine Schwester hat, die anders hot ist. Junge, du Idiot! Das ist deine Cousine! Du stellst es so dar, als ob er eine kleine Schwester hat! Das ist Familie für dich! Das ist deine Cousine! Ich feier ihn. Ich beichte, dass ich mit meiner Familie auf Wohnungssuche bin und wissen möchte, ob deine Nasenlöcher noch frei sind. Digga, kann man hier wohnen? Sieht es so aus, als ob man da drin wohnen kann? Werde ich euch heute mein Haus zeigen, beziehungsweise wir sind schon in meinem Haus drin. Ja, wir stehen jetzt gerade hier in unserem Eingangsbereich. Luca, diese E-Mail-Adresse wird gebannt! Ich, männlich 14, beichte, dass du das Deckblatt meiner Digga digitalen Religionsmappe bist. WTF? Finde eine bequeme und aufrechte Position im Sitzen. Religionmappe von Marvin S. S? Mach euch mal die Basics. Vergiss nicht, wo du herkommst. Ey, ohne Scheiß, Alter. Und ich pack dir mal am Kragen. Du musst mal hustlen, du kleiner Drecksack. Face to face, Mann. Ich überleg's dir ganz genau. Windelweite, ich schwör dir. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus! Digga, da findet echt einer seine Cousine hot. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr auch noch was zum Beichten habt, dann sendet bitte eure Beichte an diese E-Mail-Adresse hier. Kuss geht wie immer raus. Falls ihr meinen Kanal und Sympathisch TV noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreie Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Ich sag ja meinen Zuschauern, sie dürfen noch nicht mal den Hauch, den Ansatz einer Hoffnung empfinden, wenn sie auch nur irgendein Paket auf... Walkout! Ich hab einen Walkout!